Hallo ihr Lieben. Hi. Mein Name ist Jan Sander. Ich bin der Markus Niemann. Uns kennt ihr aus der Medienlandschaft. Ich bin ein Rotlichtboss in Hamburg gewesen. Bin 2010 zurück nach Nordrhein-Westfalen gekommen, weil ich hier vom Niederrhein stamme. Aus dem schönen Düsseldorf, wo wir auch gerade drehen. Ich habe mich 2010 aus dem Rotlicht in Hamburg zurückgezogen und bin 2012 in einem Rockerclub aktiv geworden und 2013 angeklagt worden und verurteilt worden und bin jetzt vor knapp 10 Wochen nach einer 6-jährigen Haft in geschlossenem Vollzug entlassen worden. Markus und ich sind schon seit einigen Jahren miteinander befreundet und hatten 2013 ein musikalisches Projekt gestartet, was ein Herzensprojekt für uns beide war. Und wir haben damals schon den ersten Song von uns beiden selbst komponiert, getextet und aufgenommen. Leider Gottes kam meine Inhaftierung dazwischen und meine langjährige Haft. Nur, wir haben uns natürlich nie vergessen und nie aus den Augen verloren. Und so war es selbstverständlich, dass ich direkt nach meiner Entlassung Markus wieder kontaktiere, der sehr treu auf mich gewartet hat. Und nun, 2020, können wir euch sagen, dass das Projekt Jan und Markus, Markus und Jan, weiterläuft. Und wir haben den alten Song natürlich nochmal neu aufgenommen. Der war ein bisschen obsolet und die neue Version ist seit ein paar Tagen fertig. Das hier wird der Trailer, die Ankündigung. Wir wollen uns natürlich bei euch auch erstmal vorstellen, weil ganz klar, nicht jeder kennt uns. Und ich denke, ist schon schwer, uns zu kennen. Übersehen kann man uns definitiv nicht. Ja, aber genug von mir. Markus möchte euch auch noch was sagen. Ja, hi. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich. Ich bin Markus Niemann, der freundliche Gebrauchtwagenhändler meines Zeichens. Das ist also der mit den bunten Fähnchen über den Autos und dem Büro. Man kennt mich aus den Medien. Ich bin bei Sport1 der Autohändler aus dem Pott gewesen. Ich habe auch einige Sachen mit Jean-Pierre und Sidney Hoffmann gemacht bei den PS-Profis. Und ich war auch bei RTL einer der Autohändler. Ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch bei mir sogar schon ein Auto gekauft oder hat mich halt auch irgendwo getroffen, denn Auto ist für mich immer ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Ich bin auf sämtlichen Messen, Tuning-Messen oder sonstiges immer irgendwie zu Gast und da trifft man mich dann auch. Ja, eins steht fest, Jan und ich, wir wollten mal einmal Spaß haben und sind deshalb auf die Idee gekommen, diesen Song aufzunehmen. Darauf werden auch noch weitere folgen. Der Song ist einfach für uns ein totales Spaßprojekt. Wir haben Spaß beim Aufnehmen, wir haben Spaß beim Singen und wir wollen einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Wir wollen definitiv nicht der Superstar werden und auch keine goldene Schallplatte einheimsen. Ich glaube, dazu haben wir auch nicht wirklich das Talent, aber wir wollen euch unterhalten. Und das tun wir in den Skihütten, das werden wir auf Malle tun, das werden wir überall tun, wo ihr uns sehen wollt. Und ich hoffe, ihr wollt uns sehen. Und ja, bis dahin. Genau, so verbleiben wir. Gleich gibt es unseren neuen Song, Markus und meine Wenigkeit. Wie gesagt, wir hoffen, dass er gefällt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn ja, umso besser. Unterstützt uns. Wir werden euch es danken. Aber ich schwöre euch, das wird ein Ohrwurm. Das garantieren wir. Das wird ein Ohrwurm. Es wird super. Ich bin ein Mann, der alles kann. Ich bring mir bei, was ich nicht weiß. Ich bin nicht faul, bei mir zählt Fleiß. Ich habe Geld, denn Geld gefällt. Ich bin bescheiden, ich brauch nicht viel. Ein Haus mit Pool, ne Frau mit Stil. Nen echten Freund, nen ganzen Kerl. Ein wahren Bruder, was will man mehr? Wir sind zwar warm und brüderlich, doch warme Brüder sind wir nicht. Wir kratzen, beißen, kneifen nicht, denn wahre Männer tun.
Freunde, ihr habt gesehen, warme Brüder sind wir nicht, aber warm und brüderlich. Ihr habt gemerkt, wir haben da richtig Spaß bei dem Song. Ob er ein Erfolg wird oder nicht, scheißegal. Wir haben Bock gehabt, das aufzunehmen, das zu machen und euch einfach mal zu präsentieren. Ich denke, es hat hoffentlich Spaß auf mehr gemacht. Bei mir hat es auf jeden Fall für ordentlich Durst gesorgt. Ich werde jetzt hier irgendwie in der Altstadt die erstbeste Kneipe aufsuchen. Richtig, und werde mal ordentlich nachtanken. Ganz ja. Klar. Ja, ich schließe mich dem an. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn nichts raus wird, dann wird halt nichts raus. Und wenn ja, umso besser. So, wir freuen uns auf euch, unterstützt uns und dann alles Gute. Haut rein. Und wenn ihr mal ein Auto braucht, sprecht mich ruhig an.